In meinem Gewässer ist beim Nymphenfischen der Verlust an Nymphen manchmal sehr hoch. Trotzdem müssen wir sehr tief fischen. Aus diesem Grund habe ich diese D-Nymphe entwickelt. Woher das kommt? Ganz einfach, ich verwende D-Rib oder Bodyglas, Mikro, auch in der D-Form, nicht rund. Alles andere ist sehr einfach. In meinem Bindestock habe ich einen Schickhaken. Weil ich tief fische, verwende ich die gerne. Ein 4 mm Tungsten auf dem 12er Schickhaken. Dann nehme ich einen Chartreuse Bindefaden von UTC. Jede andere Marke geht auch. Mache eine Grundwicklung. Schön sauber bis zum Hakenbogen. Eine kleine Verdickung. Als Schwänzchen nehme ich Coq de Lion. Und binde die relativ kurz ein, ungefähr so lange wie der Hakenbogen ist. Ungefähr. Fahre mit diesem Bindefaden ganz nach vorne. Und binde hier ein olivfarbenes D-Rib rein. Ich verwende schwarz, braun, oliv. Das sind so die Hauptfarben von diesem sehr flexiblen, dünnen Material. Beim Einbinden achte ich darauf, dass der Bogen des Ds auf den Haken kommt, also nicht die flache Seite. Schieb das so ein bisschen in den Schlitz der Perle, diese Slotten-Tungsten-Perle, fixiere es, achte darauf, dass es sauber auf dem Rücken des Haken bleibt. Einfach kräftig ziehen, das Material hält einiges aus, was auch hilft, dass die Fliege, sprich Nymphe, eine lange Lebensdauer hat. Und mache eine chartreusefarbige Grundwicklung. Bind den Faden ab. Schneide ihn weg. Nehme etwas dunklen Braun, in diesem Fall dunklen graue Farbe. Dunkelgrau und Oliv kombiniert sich schön. Und mach nochmal eine saubere Wicklung. Und lasse hinten ein paar Millimeter stehen als Tag. Gehe wieder nach vorne und binde auch diesen Faden wieder ab. Als letztes kommt ein UV Orange oder rote Bindeseite. Auch hier ist die Marke egal, 08 oder dünner, 10er. Und bind den vorne ein. Schneid ihn eng ab. Und platziere den Faden ganz am Tungstenkopf. So, wenn ich jetzt dieses Material wickle, liegt der flache Teil des Ds auf dem Haken. Dadurch entsteht diese schöne, saubere Rippung. Ein bisschen ziehen. Ja, hat er sich verdreht. Nochmal zurück.
So. Nur wenn ihr den Bogen des Ds nach oben habt, also vom Haken weg, entsteht diese schöne gleichmäßige Rippung. Fahr bis ganz nach vorne, schau, dass ich oben bin, und fange es mit dem Bindefaden ab. Zwei, dreimal hinten die Rip, zwei, dreimal vor, zwei, dreimal hinten. Müsst ihr schauen, dass ihr es gut fixiert, aber auch nicht zu viel. Kreuzwicklungen helfen hier mehr als viele Wicklungen. Dann mache ich einen kleinen Hotspot. Mache zwei Abschlussknoten. Abschneiden. Nehme etwas Bindelack. Fange beim Abschlussknoten an. Gehe einmal drumherum. Und fertig ist eine einfache, mehrfarbige, tief fischende Chicknymphe, mit der ich sehr gute Erfolge habe.